Kommandeurin Vale hat noch etwas zu sagen. Dann schauen wir doch mal. Ich hätte wissen sollen, dass mit dem Alchemisten etwas nicht stimmt. Nach unserem Sieg über Ordrak waren wir vom Pesthauch des Blutsteins geheilt. Aber der Alchemist hörte nicht auf mit seinen Experimenten. Der Zerstörer und ich taten einfach so, als merkten wir nicht, welche Wirkung das auf ihn hatte. Ein schrecklicher Fehler. Ich hoffe sehr, er lässt sich noch korrigieren. Noch etwas. Ich hätte wissen sollen, dass ja, das kennen wir ja mittlerweile. Das kennen wir. Die Wächterin des Wassers. Das ist also unsere Echse. Okay, schauen wir doch mal. Die Suche nach einem Heilmittel gegen den Pestdruck des Blutsteins hat den Alchemisten an den Rand des Wahnsinns gebracht. Er hat mir Energie entzogen, um Ordraks Herz zu stärken, das durch die Zerstörung von Deutschland geschwächt war. Mit der Kraft der Wächter könnte Ordraks Herz allen Blutstein vernichten. Vielleicht verspricht er sich davon rein. Boah, die Stimme von dem Viech. Nochmal durchlesen, Moment. Okay. Die Geschichte der Wächterin. Der Alchemist muss aufgehalten werden, bevor er weitere Wächter angreift. Jedes Mal, wenn er uns Energie entzieht, wird Orgox sehr stärker und eher gefährlicher. Kehrt mit Kommandeurin Vale zur Enklave der Esterianer zurück und plant euren nächsten Zug. Das machen wir doch, liebe Wächterin. So, der Zwieschlaghammer, der ist doch bestimmt beidhändig, oder? Streitkolben. Rüstung pro. Boah, keine Ahnung. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Pionier Gambeson. Brustrüstung, die könnten wir vielleicht nehmen, weil dafür brauchen wir Stufe 21, das ist natürlich ein bisschen viel. Was ist das? Schild, nee. Schwer zu sagen, das ist bestimmt so ein Zweihandding. Und Streitkolben, dafür brauchen wir auch Stufe 19. Ach komm, wir nehmen den einfach mal mit. Ach, wir kriegen das alles! Moment, wir kriegen das alles? Das ist natürlich cool. Okay. Ihr habt eine Quest bekommen. Sammelt euch in der Enklave. Die Wächterin des Wassers hat vorgeschlagen, dass ihr mit Kommandeurin Vale zur Enklave zurückkehrt und überlegt, wie man der Bedrohung durch den Alchemisten am besten begegnet. Trotz der erheblichen Schwächung ist es der Wächterin gelungen, euch ein Portal zur Enklave zu öffnen. Oh, dann hoffen wir mal nicht, dass er weitere Wächter raubt. Die haben wir schon, ne? Seid ihr denn bereit loszuziehen? Oh. Ich denke, die Wächterin des Wassers ist in Sicherheit. Sie kann sich jetzt erholen und muss sich nicht länger mit einer Horde Bärenmenschen herumschlagen. Aha, aha. So, es leckt schon wieder. Boah, was ist denn das schon wieder? Nein, 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 mit dem wollen wir nicht hin. Okay, wir müssen jetzt in die esterianische Stadt. Okay, rein da. Rein in die gute Stadt. In die gute Stube. Fließen die Lecks jetzt weg? Nee, natürlich nicht. Boah, was ist das? Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Ah, wir müssen erstmal mit der Bezwingerin sprechen. Ist das hier die Bezwingerin? Genau. Es ist doch Kommandeurin Vale. Anscheinend hat sich die Lage verschlimmert, während wir am Urquell waren. Was es auch ist, das die Esterianer krank macht,
Es breitet sich aus und hat auf das Gebiet nördlich von hier übergegriffen. Dorthin wollte der Großregent. Falls er den Wachtwald-Tempel schon erreicht hat, wird er zur Vorsicht die Tore versiegelt haben. Was bedeuten könnte, dass der ganze Tempel sich gerade in ein großes Seuchengebiet verwandelt. Ach, jetzt können wir uns was aussuchen, oder? Ja, genau. Wollte ich auch den Hammer nehmen. Diese Seuche scheint besonders Wesen zu befallen, die von Natur aus magische Fähigkeiten besitzen, wie die Esterianer und Wächter. Menschen wurden bisher nicht angesteckt. Also habe ich medizinische Güter angefordert und werde mich um die medizinische Versorgung hier kümmern. Ihr macht euch unterdessen auf zum Wachtwald-Tempel. Geht über den Krähenpass in die Rauhreifhügel. Versucht, den Großregenten einzuholen, bevor er den Tempel betritt. Okay. Alles in Ordnung? Ihr habt eine Quest bekommen. Ich dachte, ihr wolltet hinaus zum Wachtwald-Tempel, um den Großregenten zu suchen. Ja, ja, ist ja gut. Wenn du so viel zu erzählen hast, nimm doch dein Fragezeichen da weg. Dann ist das Ganze gleich viel einfacher. Hier gibt's doch bestimmt wieder Nebenquests, oder? Ach nee, warte. Ach nein. Die Stadt kennen wir doch. Jetzt müssen wir da oben hin, anscheinend. Hier. Ah, da müssen wir hoch. Gut, dass ihr es geschafft habt. Zeigt mir eure Genehmigung. Na gut, scheint in Ordnung zu sein. Seht euch vor da draußen. Was habt ihr hier zu suchen? Was habt ihr hier zu suchen? Der hat nichts zu sagen, der steht einfach so ein bisschen in der Gegend rum. Dann gehen wir doch mal weiter. Und mal schauen, was uns beim Krähenpass so erwartet. Na, das Laggen hat aufgehört, glaube ich. Das ist echt merkwürdig. Spinnen, oh Gott. Eisspinnen, naja, wenigstens. Ich hab nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, wenigstens lösen die sich auf und liegen dann hier nicht rum. Aber da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ja. Ja, wie ihr vielleicht merken könnt, ich bin ein riesengroßer Fan, ein unheimlich großer Fan von Spinnen. Vor allem von solchen. Die dicken. So kleiner Weberknecht oder so, der. Okay, der ist nicht so schlimm, aber. Also dick. Ach, hier geht's. Wilsanik. Ja, schaffen wir auch noch alles hier. Bisschen Frostatem rein. Oh. Heiltrank, wie geht das denn? Rechtsklick einfach. Toll. Und so eine Taste für. Und ich hab sie vergessen. Naja. Geht doch so. Eisenschuhe. Brauchen wir nicht. Oh, ein Heiltrank. Das ist doch schön. Die sind doch so schnell. Die muss man erstmal treffen mit der Maus. Und sehen durch die dicken Säulen. Boah, das ist nervig. Aber gar keine Nebenquests dazu gekommen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Wir hätten ja eigentlich recht viele bisher. Also so viel wie den Anfang einfach. Höhlensprinter. Stufe 12. Das ist doch schön. Diese Scheißviecher nicht wehren hier. Dass es in echt keine Eisspinnen gibt. Oder? Gibt es Eisspinnen? Das weiß ich gar nicht.
Ja, bestimmt so Spinnen, die im Schnee einfach dann auftreten. Okay, wie immer, ein bisschen Stärke. Fokus brauchte ich für irgendein Item, ne? Fokus 43, na geil, da hätte ich drauf achten müssen. Egal. Geschicklichkeit auf 30 jetzt. Und wir können den Helm jetzt tragen. Kleinen Moment. So. Den Helm, genau. Den können wir jetzt tragen. Der gibt natürlich ein paar mehr Boni als dieses komische Kopftuch. Yeah. Aber von der Rüstung her ist es genau das gleiche. Auch 4, glaube ich, waren das. Komm her, Spinnchen. Die spinnen doch alle. Ihren kleinen Körpern, ihren flinken Beinen. Das ist ja eigentlich Wölfe? Nee, Schneebeißer. Ach. Wo haben wir denn unseren Frostatem gehabt? Hier, ne? Nee. Sturm hier. Felsen, die bringen auch gar nichts an diese Ohren. Ich kann es nur immer wieder schon. Manchmal so ein bisschen Gold. Aber so richtig brauchen tue ich das Gold auch nicht. Jetzt. Oh, geh weg. Geh in deine Höhle zurück. Haltet eure Kinder fern von mir. Oh, wie süß. Wie süß. In der Witwensch. Schleier. Keine Ahnung. Einfach eine Höhle oder so. Aber wir haben ja keine Nebenquest. Wir gehen jetzt einfach weiter Richtung Hauptquest, würde ich sagen. Alles voller Spinnen. Aber hier waren noch auch Wölfchen. Kleine Schneebeißer, genau. Ins Gras beißt ihr jetzt, ins Gras.